Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen, dass die AfD im Bundestag 100 rechtsextreme Mitarbeiter beschäftigt, machte Schlagzeilen. Dass ein AfD-Abgeordneter forderte, solche Mitarbeiter sollen Waffen in den Bundestag bringen können, machte auch Schlagzeilen. Da suchte und fand die AfD ein Ablenkungsmanöver und fand die falsche Behauptung, wegen eines Schlumpfvideos hätte die Polizei eine Schülerin kriminalisiert. Dabei kam die Polizei wegen Screenshots mit rechtsextremen Codes von Dritter Weg und Identitären. Ein Drittel aller rechtsextremen Taten von Minderjährigen passieren im Kontext Schule. Und vor diesem Hintergrund übernahm ein Schulleiter Verantwortung und informierte die Polizei. Die prüfte, stellte nichts Strafbares fest und führte ein präventives Aufklärungsgespräch zu den Grenzen der Meinungsfreiheit. Und das ist Prävention und damit ein Job der Polizei. Der Skandal ist gar keiner, er ist pure Propaganda der AfD. Hetze kombiniert mit deutschnationalen, KI-generierten Schlumpfbildchen. Vom Schuldach wurde ein Banner ausgerollt mit Schlumpf und dem Slogan Heimat ist kein Verbrechen. Das wurde nämlich auch die falsche Behauptung verbreitet. Die Polizei kam, weil die Schülerin gesagt hätte, Deutschland sei ihre Heimat. Ist natürlich Quatsch. Und längst hat die Mutter öffentlich zugegeben, die Polizei hat weder von Schlumpfvideo noch von Heimat gesprochen. Trotzdem twitterte von Storch ein Interview der 16-Jährigen in der Jungen Freiheit, inklusive diesem Schlumpfmärchen, und schreibt dazu, das Interview möge Deutschland erschüttern und endlich wachrütteln. Und sie nickt auch jetzt noch, was sie meint, ist Anstacheln zur Aufruhr. Solche Lügen sind aber gefährlich. In den sozialen Medien der AfD findet man x-fach veröffentlicht Fotos, Namen und Adressen dieses Schulleiters. Unzählige Drohungen erhält er seitdem. Wir waren uns erst am Mittwoch hier im Hause alle einig bei der Debatte zum Thema Antisemitismus in Bildungseinrichtungen, dass es aufmerksame Lehrkräfte braucht. Und dieser Schulleiter war genau das. Er war aufmerksam. PädagogInnen, die sich Rechtsextremismus und Rassismus entgegenstellen, muss man den Rücken stärken, meine Damen und Herren. Am Ende verlieren wir doch alle, selbst das Mädchen mit seinen kruden Äußerungen. Denn obwohl es mit 16 noch Jugendschutz genießt, wird es rücksichtslos von der AfD instrumentalisiert. Ihr Name, ihr Foto, ihr Wohnort, ihre Schule, alles das ist öffentlich im Internet, und zwar wahrscheinlich für immer. Die Schule wurde mit Hakenkreuzen beschmiert und mit einem Amoklauf bedroht. Daneben gibt es aber eine GoFundMe-Kampagne für Mama, das Spendenziel 10.000 Euro. Und auch das gehört zur Wahrheit. Hass ist zwar keine Meinung, aber immer öfter ein Geschäftsmodell. Abgerechnet wird aber zum Schluss. Und da könnte die Lügerei nach hinten losgehen. Der belgische Rechteinhaber der Schlümpfe kündigte Maßnahmen gegen den Missbrauch seiner Marke an. Dann braucht die AfD neue Motive. Die Spendenkampagne braucht Ersatz für die Jungmädelschlumpfine und die Mutter ein neues Profilbild ohne Schlumpf. Vielen Dank, meine Damen und Herren.